Thank you very much for that great interview, and we are ready to roll with Enter the Gungeon. Ah, Schockler, boah, das würde ich nicht packen. So, Stati. So. Enter the Gungeon. Viel Spaß, ne? Jo. Ich bin der Stati. So, Rammer, jetzt sind wir alleine. Ja, jetzt sind wir alleine. Und Alternate Costume ist tatsächlich einfach mal erfüllt worden, deswegen haben wir jetzt eine Hasenkugel. Oh. Wow. Oh. Jetzt. Ach oh nein, der hat einen verdammten Hasenkostüm. Wie geil. GG. Nice, Teddy. Nice. Cool. Sowas finde ich aber immer wieder cool, wenn die Runner da. Das ist immer klasse, wenn die Runner mit bei sowas mitmachen. Ja. Ich hab bis heute es noch nicht zu 100% durch. Ich wusste gar nicht, dass es andere Kostüme gibt. Doch, gibt's tatsächlich, aber das wusste ich selber auch noch nicht, weil ich so weit das auch noch nicht durchgespielt habe. Aber ja, Enter the Gungeon, ein Roguelike-Game. Time startet erst, wenn wir uns bewegen jetzt. Deswegen noch ist der Timer nicht aktiv. Und wir spielen Bullet. Bullet ist letztendlich ein Charakter, den man extra erstmal freischalten muss. Man muss dafür auf allen Ebenen jeweils einen bestimmten Gegenstand kaufen und die dann quasi zusammensetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich den hab. Ich hab ihn noch nicht, leider. Tatsächlich, okay. Weil mir ein Item, glaube ich, noch fehlt auf der vierten Ebene. Wedge schreibt gerade, es wurden auch einige, es wurden sehr viele Sachen reingepatcht. Das außerdem noch, ja. Es gab wirklich viele Updates. Es ist leider, weil deswegen kenne ich auch nicht unbedingt alle Waffen vielleicht jetzt. Grüß dich, Frico. Hey, Frico. Die Waffe, die er jetzt hauptsächlich gerade nutzt, das ist Blasphemy. Blasphemy ist, wie man sieht, ein Schwert. Wenn man volles Leben hat, schießt man Beamswords. Warte, das erinnert mich an andere Spiele. Nein. Doch. Überhaupt nicht. Und ich habe gerade Buffen im Stream und Network. Oh, yay, Neuladen. Ja, das ist momentan wieder bei Twitch. Es ist bei Twitch heute. Ja, es ist irgendwie E-Sport und GDQ parallel. Scheiß Kombi. Gibt's aber. Achso, genau. mit den Sword Beams kannst du auch die Bullets. Genau, mit den Sword Beams bzw. mit dem Sword selber kannst du die Bullets zerstören. Und es gibt einen Trick, der nennt sich. ich hab den Namen gerade nicht im Kopf, ich muss gerade suchen. Guard Flash. Okay. Du kannst quasi Blasphemy in dem Moment nutzen, wenn du rollst. Oder haust halt eben dein Schwert in eine Richtung, wechselst direkt in die andere und dadurch werden letztendlich in die Richtung, in die du vorher gezielt hast, alle Bullets aufgelöst. Das werden wir häufig genug noch sehen, jetzt hier bei Gatling Girl, naja, einer der einfachen Bosse. Oh ja. Aber, er darf halt eigentlich keinen Schaden während diesen Fights nehmen, aber ja. Wäre ja eigentlich kein Schaden, schon zwei Bullets weg. Genau. Was ich bei Gatling Girl viel schlimmer finde, ist dieser splittende Schuss. Ja, der ist deutlich nerviger. Ja. Also grundlegend ist es ein wirklich einfacher Boss. Vor allem, wenn du dir das Gebiet hast, wo du keine Säulen hast. Oh ja, das ist so angenehm. Und dann einfach nur hoffen kannst, dass die Tische reichen. Wenn es Tische gibt. Wenn es Tische gibt. So, welche Waffe nimmt er jetzt nicht mit? Ich überlege gerade, das ist, glaube ich, Puzzle Gun. Das Schwert, das sieht ziemlich OP aus. Das sieht nicht nur OP aus, wir kommen damit durch die ersten vier. Durch die ersten vier Floors kommen wir damit ohne Probleme, wirklich. Okay. Wir brauchen uns halt eben jetzt mit Bullet auf keine Waffen verlassen. Wenn wir jetzt einen anderen Charakter spielen würden, müssten wir halt eben auch noch die Bullets. Ja, müssen wir auch noch auf die Waffen achten, die wir mitnehmen. Ja. Bei Bullet mit Blasphemy ist es halt so total unnötig, weil, wie gesagt, Guard Flash als Trick ist halt total irrelevant, was du dann machst. Ja, logisch. Dann gibt es noch den Double Tap Reload, also wenn du mit Blasphemy dich schützt und gleichzeitig mehr oder minder eine Push-Ability nutzt, das ist mehr oder minder wirklich zweimal Reload drücken. Dann haust du auch immer alle Gegner von dir weg und machst auch ein bisschen Schaden an denen. Jester hat fragt, ob es irgendwelche Glitches gibt. Glitches in der Form gibt es jetzt nicht. Guard Flash an sich ist theoretisch ein Glitch, also das ist auch nicht beabsichtigt. Aber jetzt so die, dass man jetzt einen Boss skippen könnte oder so, sowas gibt es nicht. Okay. Was man als Glitch bezeichnen könnte, wenn er jetzt mal eine andere Waffe aufnehmen würde als Blasphemy, er könnte eine Waffe droppen,
die wieder aufnehmen und die hätte halt direkt wieder volles Magazin. Wow. Das wird bei anderen Charakteren dann auch wirklich genutzt. Das ist quasi Deborah, die Level sind alle random generiert. Genau. Ja, doch. Grundlegend ja. Es gibt trotzdem einen gewissen Aufbau von was an welchem Raum dran liegen kann. Und es ist auch so die Sache, es gibt die Aussage, lange Korridore führen zum Bossraum. Ist nicht immer so. Das stimmt nicht, das kann ich selbst nicht widerlegen. Das Problem ist nämlich, grundlegend, wenn ein langer Korridor ist, ist halt ein Raum dahinter, der halt jetzt nicht reingepasst hat von der Generierung her. Das heißt halt immer noch nicht, dass es der Bossraum sein muss. Der braucht zwar immer viel Platz, ja? Zum Beispiel auf dem vierten Floor ist es so, der Bossraum für den Dragonfight, der wäre in der Regel eher oben angesiedelt. Ja. Tatsächlich hat er in seiner PB aber einen Bossraum unten gehabt, im vierten Floor. Okay. Das kann auch passieren. Lord Pilz fragt, ist der Run immer straightforward oder farmt er auch mal? Man braucht eigentlich nicht wirklich Gold farmen. Also man sieht, er hat jetzt 73 diese Gunshells, das ist ja das Gold quasi. Oben links. Oh. Das war jetzt unlucky. Explosionsfass. Teddy, mach keine Scheiße. Und. Ach, so, eine Nailgun haben wir. Na gut, die. Er guckt, genau. Ist ganz funny. Ich finde das lustig, dass du das porten kannst die ganze Zeit und so. Ja, das sehr ist auch angenehm. Ganz wichtig, dass wir das nutzen. Und wir haben die Gorgon. Gorgon. War richtig. Gorgon ist relativ simpel. Wir versuchen die halt eben möglichst in eine der Hälften reinzubringen, oben oder unten. Und dann schwimmt die halt eben nur um uns. In einem Halbkreis um uns rum nachher. Deswegen das muss ich mir merken. Drum kümmern. Er hat sie jetzt sogar mehr oder minder laufen an derselben Stelle. Dorgan ist super nervig, finde ich. Ist sie auch. Dann lieber die Bullet Brothers. Das ist viel lustiger. Die Bullet Twins, ja, die sind auch lustig. Twins, ja, so rum, sorry. Es gibt auch wirklich für jeden Boss separate Techniken. Wie gesagt, bei Gorgon ist es halt wirklich hier in eine Hälfte des Raumes locken und möglichst dort halten. Dempera, ja, so ungefähr kannst du es, ja, es ist halt wirklich straightforward, Boss suchen, fertig. Ja, das liegt dann einfach an diesem One-Character. Ja. Das sieht wenig aus wie Isaac für Arme. Nein, das Spiel hat definitiv seinen eigenen Charme. Definitiv. Man merkt halt wirklich, dass es Devolver Digital ist. Es hat definitiv seinen eigenen Charme. Alle Waffen sind halt eben auch einzigartig. Super lustig. Es gibt so bescheuerte Waffen, ey. Oh ja. Und der und der Briefkastenbombe, Alter. Briefkastengewehr oder Briefgewehr, so rum. Ja, das ist geil. Ja, das ist total geil. Das Science Cannon. Ach, das ist okay. Es gibt halt wirklich alles. Ja. Ah, Science Cannon. Boah. Oh, wow, Verge, wow. Ist Isaac nicht eigentlich Enter the Gungeon für Arme? Wir könnten es vielleicht auch ausdrücken, aber das Ding ist halt eben, Enter the Gungeon ist in dem Falle ja eher Bullet Hell. Und halt eben komplett aktiver, du hast eine Dodge Roll, du kannst halt deutlich mehr machen an sich als bei Isaac jetzt vom Charakter her schon. Trash Cannon ist die geilste. Trash Cannon ist auch cool. Erinnert ein wenig an Fallout. Ja. Also man hat halt super viele Züge aus verschiedenen Spielen. Ja, es gibt halt viele Waffen, die wirklich auf die ganzen Sachen anspielen, auf alle möglichen anderen Games. Oder auch Charaktere. Es gibt auch einen Charakter, der ist so ähnlich wie Link, der aber dann einfach nur die Map aufgedeckt haben will und kriegst dann was dafür und sowas. Speedrun halt total unrelevant, aber ja, einfach mal so Trivia, ne? Guten Abend, Stormblood. Hat das Game einen Multiplayer-Modus? Ja, aber nur lokal. Ne? Leider. Also es gibt verschiedene Mods, damit das auch, aber das ist, ich weiß nicht, das ist halt nicht dasselbe. Ich hab's bisher noch nicht ausprobiert, deswegen, aber stimmt. Lokalen Multiplayer gab's. Das hab ich ganz vergessen. Kleine Sache zu den Räumen auch. Die Räume an sich sind meistens gleich aufgebaut von den Gegnern, weil man kann sich halt eben wirklich auch tatsächlich merken, wo welche Gegner spawnen. Man kann sich entsprechend auch bewegen schon. Ey, diese riesigen Pilze, die sind so nervig. Oh ja. Man sieht auch warum. Diese schönen. Oh, Donny schreibt gerade, für Enter the Gungeon soll noch ein DLC kommen. Nice. Yay. Das ist nice. Das ist wirklich cool. Und würde ich auch definitiv wiederholen. Auf jeden Fall. Es macht einfach Laune. Ich habe jetzt gerade mal 15 Stunden, aber
Ich habe halt auch nicht viel. Ich glaube, ich habe auch macht halt Laune, selbst 13 wenn Stunden oder so. Bist. Ja, es macht halt mega Laune. Also offiziell gibt es, soweit ich weiß, keine Mods für das Game. Also offiziell, also Steam Workshop oder so. Steam Workshop-mäßig gibt es jetzt so direkt keine Mods, genau. Aber es gibt halt die Möglichkeit, wie es auch bei Isaac vor dem Workshop gab, halt eben Mods doch trotzdem zu installieren. Das ist Devolver Digital. Die haben nur geile Soundtracks. Ich glaube, es gibt wirklich kein Game, wo ich sage, ja gut, der Soundtrack ist scheiße. Von Devolver Digital. Also ich kenne auch kein Game, wo ich das wirklich sagen könnte. Ring of Mimic, oh Gott, nein. Wait, was hat der gemacht? Ring of Mimic, ich überlege gerade, was das Ding macht. Das könnte lustig werden, weil Truhen dann auch zu Mimics werden, glaube ich. Ich glaube, dann werden Truhen mehr zu Mimics. Weil da er so oder so keine Truhen letztendlich aufnehmen wird. Ja, gut. Es ist halt relativ egal, aber es... Ich glaube, das beeinflusst dann auch nochmal den Bulletschaden oder so. Ah ja, stimmt. Ziff hat's gerade gepostet. Devolver Done Quick. Ja, genau. Das Bundle. Oh, da ist einiges Gute drin. Enter the Gungeon, Titan Souls, Minute und fucking Shadowrun Classic Redux. Shadow Warrior, so rum. Craig Essen. Ja, das ist richtig nice. Noch gar nicht reingeguckt. Bei mir wäre nur High Hell, was mir da fehlt übrigens. Ja, ich weiß nicht, Devolver Digital, die machen halt einfach geile Games. Kannst du sagen, was du willst? Ja, Großteil habe ich halt eben schon. Ja. Nicht ohne Grund, ne? Also, Chakra, ich weiß nicht, ob es beim GDQ Cry dabei war, also Speedrun wird. Cry of 4 ist ja mehr denn der Mod eigentlich. Bisher habe ich es noch nirgendwo gesehen. Ich bin der Meinung, es wird Speedrun. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ja? Ja. Sag mal so, du musst immer so fragen, was wurde noch nicht gespeedrun? Ja gut, was wurde noch nicht gespeedrun? Das ist eine Tatsache. Die Frage ist halt, wenn dann eher, was wurde noch nicht auf dem Event gezeigt, ne? Ja. Oh, die nimmt er, natürlich. Jetzt muss er gerade erstmal wieder suchen, wo er sich teleportieren sollte. Er will halt die Ebene gerade komplett einmal clearen. Oder halt Waffen braucht, so ein bisschen. Ja, just that Titanfall, Titan Souls, Gott, ist auch von denen, ja. Ja, es ist von denen mitgepublished. Devolver Digital ist ja auch Publisher inzwischen. Jetzt aufgehoben, waren das nicht diese radioaktiven Shells oder verwechsel ich das? Ich glaube, Uranium Shells sein, ja. Oh, der Cannon Barrock. Übrigens, den kann man damagen, während er unsichtbar ist. Das habe ich auch schon rausgefunden. Aber der mich gestorben. Ich mir halt auch so gedacht habe, so, okay, cool. Aber die Gunnaconda ist auch schlimm. Ist auch super nervig. Oh ja, die Emoconda ist nervig. Emoconda, oh Gott. Ja, Emoconda. Die ist mega nervig. Aber auch im Speedrun auch relativ trivial. Also da kümmert man sich dann auch letztendlich gar nicht um die, zusätzlichen Sachen, die sie halt auch auffressen kann. Ja. Wenn man halt eine genügend High-Damage-Waffe hat. Was würdest du sagen, ist die perfekte Boss-Reihenfolge für einen Speedrun? Schwer zu sagen. Oder die angenehmste, nicht die perfekte, die angenehmste. Angenehmste wäre halt Gatlinger, was wir zu Anfang schon hatten. Ja. Denn Gorgon oder Emoconda im zweiten geht auch noch. Die Holster wäre auch noch machbar. Bockrack, warte, ich guck grad mal für dich. Jetzt sind wir ja gerade in der dritten Ebene und in der dritten Ebene Cannonball Rock. Black Powder Mines. Wallmonger wäre praktisch, wenn man zum Beispiel eine Bounce-Waffe hat. Weil Bouncen bei Wallmonger extrem einfach ist. Das Dungeon Siege. Und naja, der letzte Boss ist ja eh vorgeschrieben. Also Dragon. Moment, wo war der jetzt? Chakra? Da, bitteschön. Ja. 1 bis 3 werden alle drei gewandt auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, letztendlich, was wurde nicht gespeedrunnen? Es gibt sogar verdammt nochmal Sim-Speedruns. Also hey, okay, letztens haben wir Burning Dude hat noch was rausgefunden. Wonderboy wurde bis zu ihm nicht gerannt. Echt jetzt? Ja. Wow. Ach, Sif. Ich bin erst aufgestanden. Das ist die Erklärung für alles gerade, ne? Ja, irgendwas muss man sich ausreden. Ja, klar. Oh, jetzt hat er Bleed Blank, nice. Oh, er hat keine Waffe gekriegt, er hat nur die Elder Blank gekriegt. War das die Elder? Ach ja, ist die Elder. Oh. Was an sich usable Item halt, kann halt damit auch einfach eine Blank nutzen. Ist zwar auch nicht verkehrt, aber man wünscht sich halt was anderes.
Ja. Das will man halt eigentlich auch nicht haben, unbedingt. Man, ja, er wollte, halt er wollte mal eine ran. Waffe. Er wollte halt eine Waffe haben. Ja, aber das Schwert, du sagst es doch, das Schwert ist super OP. Blasphemy ist OP, wie gesagt. Bis jetzt, jetzt kann es problematisch werden. Auf Ebene 4. Okay, weil der Schaden einfach nicht mehr stimmt von Blasphemy, oder? Ja, weil der Schaden nicht unbedingt komplett reicht, tatsächlich, ja. Okay. Blasphemy hat halt, Blasphemy hat vom Schaden her so gesehen erstmal schon mal 14 Schaden mit dem reinen Schlag und 14 Schaden mit dem Beamsword. Also kannst, wenn beides trifft, auf einmal machst du 28 Schaden, das ist schon recht geil. Ja. Und Bullet hat dennoch den Vorteil, dass wenn man rollt, Bullet hat den Effekt Life Ammo. Dann wird der Roll Damage auf 15 noch angehoben, also damit macht man auch nochmal gut Schaden. Oh. Aber, ja. Ja, Endgun, jetzt geht's los. Hieß, glaube ich, Endgun, oder? Trotzdem möchte man für Dragon tatsächlich eine bestimmte Waffe haben. Eine deutlich gute Waffe. Es gibt halt diverse, die man jetzt dafür nutzen kann. Gerade Waffen, die jetzt zum Beispiel als Casual-Spieler jetzt nicht unbedingt so. Oh, Shrine, was hat er jetzt gemacht? Wirken, aber. Können halt auch sehr geil sein. Shrine of Glass, okay. Grüß dich, cooler Ninja. Was war denn das für ein Shrine? Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Es ist, so, es ist halt auch ein Weilchen her, dass ich es gespielt habe. Bin ich ehrlich. Also zur Vorbereitung hättest du dann nochmal einen 100% Speedrun machen müssen? Ja, so ungefähr. Letztendlich, um alles zu wissen, ja. Bin ich ehrlich. Ist ja so einfach. Genau. Macht man ja mal so flott, ne? Ja, nach gestern weiß ich echt nicht, wie ich auf den Trichter gekommen bin. Hey, zock doch Final Fantasy 7 auf 100% durch. Ja. Ich weiß auch nicht, wie du auf den Trichter kamst. Ja, keine Ahnung. Ich will einfach die Erfolge grammen. Aber ich dann sehe, Materia Master, RIP. Naja. Oh, diese Geister mit den AKs, ey. Oh. Ja, die sind auch mega nervig. Aber die AK zum Beispiel ist tatsächlich eine Waffe, die man auch gerne haben möchte. Ja, weil die ziemlich konstanten Schaden fährt. Das stimmt wohl. Ist gerade für zum Beispiel Emoconda wäre die extrem geil gewesen. Wenn man die früh genug kriegt, kann man die bei Emoconda recht gut nutzen. Ja. Ja, und da ist halt definitiv nicht der Boss gerade. Aber geht noch weiter gut. Diese Eisblöcke, Alter. Die sind auch nervig. Die Geister haben doch. Also stimmt, die Geister hatten Tommy Guns. Das waren die, waren die normalen Bullets, die AK hatten. So rum. Sorry, mein Fehler. Ja, stimmt. Tut mir leid. Komm mal. Bin nur Leben kommen. Kam ja auch nicht schnell genug drauf. Das ist doof. wo finde ich das? Hey, was? wo finde ich das? Was Astara? Ich glaube, der Sif mit Sif, oder? Nein, keine Ahnung. Achso, einen Blick ins Schedule werfen, ja. Achso. Genau. Ja. Ausrufezeichen Schedule einfach dann. Ah, er kassiert halt leider echt viel Schaden momentan. Ja, die Sache ist halt eben die, wie gesagt, man möglichst wenig Schaden nehmen will, damit man halt die Beamswords behält. Ja, logisch. Das ist halt logischerweise so. Das. Aber manchen Gegnern einfach keinen Schaden zu nehmen, das ist gefühlt unmöglich. Ja. Da kannst du so viele Black Bullets haben. Der zum Beispiel und, gerade. Das Schöne ist halt, die Dodge Roll macht einen halt invincible, ne? Aber halt auch nicht für ja. Private Blood gibt es eigentlich ein Set-Seed. Na, er hat vorhin kein Seed angegeben, also es ist wirklich nur komplett random Seed gerade. Und ich überlege gerade, kann man überhaupt ein Seed eingeben bei Dungeon? Ich glaube gar nicht, ne? Nein. Das war mal in Planung, soweit ich weiß. Das, ja, gut. Irgendwas habe ich mal gelesen im Community-Forum. Also von Steam. Ja. Aber ich wäre mir halt neu, dass es geht. Da kommt ich gespielt habe, ging es auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man den überhaupt nachgucken konnte, den Seed, den man gerade hat. Deswegen. Alter, diese kleinen Magier, die buffen da, die sind super nervig. Und der läuft auch laufend weg, die Drecksau da, ey. Naja. Wenigstens down. Endlich. Die Schleimen sind auch nicht viel besser da. Nee. Halt einfach explodieren in der Kugel-Explosion. Alter, jetzt kommt mal was für größere Gungeons. Kann man so schwer sagen. Who knows? Möglich. Genial wär's. Wäre cool auf jeden Fall, ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie noch weitere Updates nach dem DLC raushauen, den Donny ja schon erwähnt hat, also vielleicht dann auch weitere größere Maps noch machen. Und wir sind bei Warmonger. Hier will man halt eigentlich
wie vorhin schon sagte, eine, theoretisch so eine Bounce-Weapon haben, weil Bouncen an dem Ding halt extrem easy ist. Ja. Aber gut, wir haben jetzt so die Science Gun. Auch so ein super nerviger Boss mit gerade diese Bullet Hell, ey. Naja, der ist halt wirklich reine Bullet Hell schon wieder. Ah. Nein, Downey ist es nicht. Aber ich bin an dem Spiel halt echt teilweise super hart verzweifelt. Man verzweifelt wirklich sehr schnell. Das ist wie bei Isaac. Es frisst deine Seele. Und die Knochenmänner-Boss. Über diese Noobs. Ja, ja, Downey. Das Game frisst halt wirklich deine Seele genauso wie Isaac. Ja. Und das zum Frühstück. Und dann alles hinterher. So ungefähr. Da kommst du teilweise gar nicht mehr über Ebene 1 raus. Ja, also es gibt wirklich Runs. Nein. Es gibt ja, aber so hart das Game auch ist, das macht einfach Laune. Es macht trotzdem Laune. Ja. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Also, ja, Blasphemy macht dann doch ziemlich wenig Damage. Naja, deswegen. Jetzt so ab diesem ab Level 4 ist halt eben so, wir wollen eigentlich bis hierhin wirklich Waffen haben, die gut Schaden machen. Das reicht halt Blasphemy echt nicht aus. Genau allem, das, Kitty. Was Kitty sagt. Weil man kann theoretisch auch Waffen reloaden, passiv, während man sie gerade aktiv hat. Und schon wieder keine Waffe. Er beschwert sich auch gerade so, was soll ich mit den ganzen Beamwaffen? Ja, es geht nicht anders, Teddy. Musst du durch. Ja, okay, Donny, machen wir. Und bei Dark Souls verlierst du deine Seele. Ja. Yeah. Isaac frisst deine Seele, AC hasst dich einfach nur. Ja. Ich sag nur Floor 98, RIP. Oh. Ich hatte alle Voraussetzungen, das beim 8. Tab. Das ist böse. Einfach sei der nicht aus, der Boss. Ja, der Bandboss. Manche Bosse sind an sich easy, das Problem ist einfach diese Bullet Hell, die sie produzieren. Ja, ist und halt wenn du abartig. Dann keine ordentlichen Waffen hast, kommst du halt auch nicht schnell durch den Boss durch. Ja. Und je länger du halt eben gegen den Boss fightest, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du getroffen wirst, weil du einfach dich nicht mehr konzentrieren kannst. Also am Ende beim Drachen war ich eine Dreiviertelstunde, weil ich keine Waffen hatte. Und dann war irgendwann die Konzentration RIP. Weil irgendwann ging es nicht mehr. Ja, ja. Und dann stirbst du halt gegen den Drachen. Oh, ist geil. Ja. Das ist mir auch mehrmals passiert. Ich habe den Drachenbiss habe ich bisher nicht einmal gelegt, glaube ich. Oh doch, ich habe ihn glaube ich schon zwei, dreimal gelegt. Ja. Vielleicht einmal. Ich müsste nachschauen, ob ich das Achievement habe. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich ihn besiegt habe. Ufid, das macht auch Laune. Das macht definitiv Laune. Das macht richtig Laune, das Game. Vor allem, weil es halt deutlich aktiver ist als Isaac. Das ist das, was ich an Gungeon liebe. Ja. Dass du halt eben die Dodge Roll hast. Aber macht's halt auch nicht unbedingt einfacher. Nee. Das ist halt das Problem. Oh nein, diese verdammten Skelette mit ihren Kugelarmen. Ja. Es geht so auf den Keks. Jetzt gibt's ja noch Challenge Runs, ja. Dixbus. Ja, danke, nein. Aktuell nicht. Ja, genau, Hufi, das ist halt meine Erinnerung, genau das. So stelle ich mir Dark Souls auf Nintendo vor. Was? Oh, M16. Na gut, die macht nicht viel Schaden. Feuerrate ist gut, aber... Hat halt zwei Schussmodi zu dem. Ja. Das ist auch nicht so optimal. Mit einem tollen Unterlaufgranatwerfer. Genau. Ist auch immer die Frage, gerade bei Waffen mit zwei Schussmodi, will man möglichst in einem bleiben. Und da muss halt der erste Schussmodus am besten der gute sein, weil wenn man... es ist ja so... du kannst theoretisch eine Waffe nachladen. Boah, please don't die jetzt. Ja. Boah. Knapp. Aber du kannst halt eine Waffe nachladen, auf eine andere switchen und die du gerade halt eben weggenommen hast, die lädt sich halt trotzdem in der normalen Zeit nach. Deswegen kannst du zum Beispiel konstant Schaden fahren. Bei so einer Waffe. Das war aber close mit dem Feuer gerade. Bei der Science Gun ist es so, zum Beispiel, die muss halt nicht nachladen. Die hat halt die 500 Schuss in einem Magazin quasi drin und ja, deswegen sind Strahlenwaffen in der Regel bescheiden. Und man wünscht sich halt wirklich was anderes als die Science Gun. Danke, Shockroll, liest man gerne. Liest man gerne. Ja.
Wir haben low Delay. Nee, wie hieß es? Was ist denn jetzt genau auf Twitch? Low? Ja, es kann halt auch sein, dass ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen in der Ehe hingucke oder so. Das ja, ist... aber das ist halt... Twitch ist momentan dezent ausgelastet. Low Latency Mode. Danke, Hanturio. Geht das nicht nur als... Ich kam gerade nicht drauf. Nein, habe ich auch drin bei mir. Ich haben bin kein Affiliate. Ja, dann haben sie es doch wieder für alle eingeführt. Okay. Nein! Oh, Underbeat. Und damit ist der Run down. Nice. Das wird nichts. Noch ein Run kann er jetzt nicht durchziehen. Nee. Schade. Jetzt Batman. Das wäre nämlich auch die letzte Ebene gewesen, die er hätte machen müssen. Ach, Mann. Unlucky. Ja gut, das passiert halt leider bei den Roguelikes. Ja, das ist halt normal. Das ist halt leider normal. Aber trotzdem war mega geil. Trotzdem, der Run bis dahin auf jeden Fall. So sieht man, wie man es richtig macht, wenn man denkt, jo, das schaffen wir selber, vergiss es. Baby genau. Study. Nee, Study. Ja, danke. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Ja, definitiv. Das wäre schön gewesen, wäre erst bei Dragon gestorben, aber naja. Ja, Hufi, es gibt, glaube ich, ein paar Items, wo du dann quasi noch ein extra Life hast. Es gibt ein Item auf jeden Fall, wo man ein extra Life kriegt, aber das ist extrem selten. So, dann haben wir gleich noch den Mr. Tiger dabei, oder? Jawohl, mit dem sauren Commentary. Genau, wollt ein sauberes Commentary abliefern, hoffe ich. Richtig. Ist ja unfassbar. Ich geh mich mal hängen, okay. Ja, mach das. Oder, vergraben. Schaufel geht auch nicht. Genau, Schaufel geht auch nicht. Das ist, passt. Das Event läuft seit Sonntagabend um 6:30. Hilf, ich war schneller. Wait. Er macht nur einen. Er darf nur einen machen. Er darf nur einen machen. Nice. Okay. Hi, Löwes, ja. Okay. Na gut. Boah, ja, guck mal, was der Sif geschrieben hat. LMAA. Wow. Ah, ah. Okay, okay, lassen Sie ihn tatsächlich noch einen machen. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Weil es halt wirklich jetzt Zeit kostet. Weiß gar nicht, waren wir jetzt eigentlich vor oder hinter? Also der nächste Run soll um 49 starten, also theoretisch könnte der es noch fast schaffen. Bisschen über Schedule dann höchstens. Oh, gut. Gut, okay. Es geht ja noch. Aber ich find's cool, dass er noch einen machen darf. Das ist cool. Das ist schon geil, ja. Na, 0:20 sollte eigentlich nach dem originalen Schedule Dust Force erst starten, deswegen wahrscheinlich darf er jetzt noch machen. Von daher, halt, ja, wir sind aktuell vorm Schedule, hast recht, Tiger. Sogar ganz gut vorm Schedule, also 50 Minuten ungefähr. Noch. Und wenn er den Run schafft und Setup-Zeit vorbei ist, sind wir immer noch 10 Minuten ungefähr. Auf Schedule wahrscheinlich. Also, ja, nochmal. Diesmal wieder Gatling, geil. Aber ohne... zwar ohne die Säulen, aber leider mit dem Wasser. Es geht noch. Also Stati, ne? Das geht noch in dem Falle. Gatlingal sehen wir hier auch immer wieder den. Bull. Ja, Guardflash braucht er da gar nicht mehr machen, sehe ich gerade. Da braucht er eigentlich auch nur davor stehen. Aber, ja. Easy. Was ich vielleicht mal noch erzählen kann: Es gibt so einen kleinen Guide auf Speedrunner.com, da stehen tatsächlich auch die Paces so drin, die man so haben will. Okay. Ja, da hat er jetzt übrigens das erste Bonusleben. Wenn man eine. Ja, eine komplette Stage beim Boss ohne gehittet zu werden schafft, kriegt man immer nochmal so ein Bonusherz als Bonus-Item auch direkt da. Man kriegt also zwei Stück. Nee, AlexTV, er darf tatsächlich noch einen Run machen, deswegen hast du es jetzt nicht verpasst. Also du siehst jetzt den zweiten Run. Leider ist er beim ersten eben gestorben, in der letzten Ebene. Ja, in der letzten Ebene leider noch perfekt. Aber, naja, passiert. Vielleicht hat er sogar jetzt vom RNG her mehr Glück. Mal gucken, was er für Waffen jetzt kriegt. Ja. Und dann geht das alles. Die Iron Maidens sind auch so nervig.
Das ist bestimmt nur ein Replay. Wow, Mibio, wow. So in der Richtung, Mibio, so in der Richtung. Caro mobbt dich schon wieder. Ja, stimmt. Ja, so, Bro, er spielt jetzt mal von Anfang. Er darf noch einen Run machen. Ja, er darf jetzt noch wirklich einen Run machen, weil es aktuell so 50 Minuten vom Schedule sind. Was echt massig ist. Das ist wirklich viel für GDQ. Hätte ich halt auch nicht erwartet bisher. Von daher, schon geil. Wirklich geil. Mit einem guten Schnitt würde es einem auch keinem auffallen, dass es ein Replay ist. Ja, dann müsste er halt auch die Hand passend bewegen, weil er spielt ja jetzt auch mit Maus und Tastatur, weil sonst kriegst du das Zielen bei weitem nicht so schnell hin. Also, nein, gibt keine Safe-States-Zeiger. Nein, leider nicht. Man könnte das Game halt auch mit Controller spielen. Ich finde es dann echt deutlich schwerer. Also mit Controller würde ich das nicht unbedingt empfehlen zu spielen. Außer man ist halt leider auf Konsole. Wenn ihr es wollt, holt es euch am besten wirklich über das Devolver Digital Bundle jetzt. Das ist sogar sehr günstig, das Bundle. Also für 20 Euro kriegt ihr richtig viele geile Games von Devolver Digital. Ja. Und wir haben die Emocon da. Ich habe ja vorhin schon gesagt, er kann theoretisch diese kleinen Bälle, die die spawnt, die sie auch auffrisst, ignorieren. Die heilen die normalerweise, sehen wir jetzt gerade. Ja. Wenn man die aber schon ein bisschen damaged, werden, heilt sie sich schon weniger. Also man braucht eigentlich diese Bälle auch nur ein bisschen anhitten, das reicht auch schon. Ah ja, okay. Und hätte er halt eine Waffe, mit der er konstant Schaden fangen könnte, noch zusätzlich halt wie die AK zum Beispiel, dann hätte er die auch einfach komplett ignorieren können jetzt. Nice, sauberer Emoconda-Fall, holy. Sehr sauberer Fall, definitiv. Und wir sind aktuell, ich wollte vorhin noch auf die Alien Blöden Engine. Jetzt geht's los. Nice. Man sieht schon, wir können uns damit mal einfach mal durch die Räume durchschießen. Grüß dich, General. Hey, General BB. 23497. Dano, das ist, glaube ich, einfach Empfindungssache. Ich finde es mit Maustastatur auch angenehmer einfach. Ja, das ist halt eben, Maustastatur ist genauer, Controller ist halt vielleicht auch trotzdem angenehmer, je nachdem, was man gewohnt ist auch, letztendlich. WR-Pace, keine Ahnung. Wie ist denn der WR jetzt? Er hat die Sword. Er hatte gerade die Sword Gun, die ist toll. Ja. Nice. WR-Pace, beziehungsweise wirklich Ziel-Pace ist für jemanden, der den Run lernt, ist nachher erster Floor unter 1,45. Zweiter Floor unter 4,10, dritter unter 6,40, vierter 8,45 und fünfter unter 14 Minuten. Also das sind so die Zeiten, die wirklich als Zielpace angegeben sind. Als Anfänger hat man da halt dann eher so 2,50 bis 3,10. Jetzt dritten Floor so theoretisch erst 9 bis 10 Minuten und Ende dann so 18 bis 20 Minuten. Deswegen, also der Run kann sehr schnell vorbei sein, wenn man ein gutes RNG hat. Ja, klar. Er hatte tatsächlich in seinem PB hat er auch eine Glitch-Chest. Tatsächlich. Das war laut seiner Aussage in der PB, glaube ich, seine erste? Oder seine zweite? Die kriegt er in seiner PB dann auch. Das war recht cool. Kleine Erklärung, Glitch-Chest bedeutet, dass er in dem Falle einfach in einen separaten Floor kommt. Und einen Boss einfach direkt bekämpfen kann. Aber okay. Der Boss ist dann in der Regel zweimal da. Wow. So, wenn du doppelt Items und so kriegst, ne? Kriegst aber auch deutlich mehr Items dann. Ja, okay, dann ist das wieder worth. Das ist halt eben definitiv worth. Und hat aber worth. Er hatte dann den Beholster. Oh, nice. Das fette Auge. Ja, ja. Das ist halt. Er ist halt recht bei zweimal. Ja, er ist recht einfach, aber zwei davon auf einer Stelle ist dann halt doch schon wieder so. Mh. Ja, das ist dann too much Bullets. Ein bisschen cringy auf jeden Fall. Ja. Holly hatte noch nie eine Glitch-Chest. Was sind das für falsche Infos? Was? Glitch-Chests sind halt sehr, sehr bad. Mindflayer. Mehr der Beholster bei der Glitch-Chest? Okay, das wusste ich wiederum nicht, Downey, zugegeben. Dankeschön. Gut. Ja, das wurde halt eben leider im Run nicht erklärt und steht auch zumindest in den normalen Notes nicht mit drin. Ja, Downey hat schon 110% der Achievements. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Nee, 200%.
Ja, zweimal. Hat schon okay. zweimal auf 100% durch. Was? Welche von den normalen Chars lohnt sich eigentlich am meisten? Hängt wirklich vom Geschmack ab. Also ich spiele gerne den Marine, weil er halt eben einfach von Anfang an ein Shield hat. Wow. Nochmal einmal nice. Einmal nochmal HP mehr hat, aber sonst ist halt immer die Frage, was man halt bevorzugt. Also Marine, ja. Das kennen wir aus... nee, Game Jockey, alles gut. Das hatte Nix eben auch schon gesagt. Ah, danke für die Info trotzdem. Uzi, ja gut, brauchen wir nicht. Wo war ich denn jetzt eben? Beim Zusehen sehe ich nie durch. Man sieht auch nicht bei jedem Speedrun beim Zusehen durch. Das ist leider wirklich so. Denno. Denno, das ist erstens Empfinden. Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Ich habe den Drachen schon 2-3 Mal gelegt. Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich müsste ihn ja auch gelegt haben. Ich müsste jetzt aber nachschauen. Das ist so lange her. Und wenn du es besser kannst, bewirb dich doch oder mach doch als externer Kommentator mit. Ist immer eine Variante. So, wir schauen. Jetzt gerade den Mindflayer, ne? Ja. Ne. Lull, General. Lull. Wow. Auch meine Variante. Nicht nur, weil ich ein einfacher Event-Mob bin, ja, so ungefähr. Was denn? Und moin, Bonzo. Moin, Bonzo. Ja, diese Goldskelette, die sind auch übel. Ah, ja, hör mir auf. Also, er sagt halt auch gerade, es ist halt mehr noch der nervigste Gegner, weil er auch respawnen kann, wenn man den Channel stehen lässt. Ja. 10-Kampf wird stattfinden. Moment, es fehlen halt immer noch 10k, nicht so, sind es nicht sogar mehr gerade, waren noch nicht gerade mehr da? Moment, ich glaube, wird schwierig. Weil viel Zeit ist nun auch nicht mehr. Es ja, ist schon noch ein paar Stückchen bis X2. Ja, schon, aber ja. Abwarten. Abwarten und gucken. Bonzo. Was? Ja, Bonzo ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Ah, okay. Und mein Mitbewohner, deswegen. Ah. Guten Abend, Duschwasser. Was? Und, ja gut, Ziff ist richtig. Wir sollten nicht SGG unterschätzen, das ist richtig. Ja, damit gern. Gott. Ja, und genau das ist der Punkt, denn Auto-Aim hasse ich zum Beispiel die Pest-Controller auch, trotz allem. Einfach Empfindungssache. Viele sagen auch, Dark Souls spielt sich besser mit Tastatur. Also, das ist einfach... auch Leute. Ja. Bis später, Berlin. Jo, bis später. Für mich und Exo ist es halt einfach mit Tastatur. Ja. Wenn es für dich einfach mit Controller ist, ist es halt so. Fertig. Weiß nicht, warum du da diskutieren willst. Hat nichts mit Beurteilen zu tun. Wenn wir uns da ein bisschen Verkehr ausgedrückt haben, okay, aber diskussionswürdig ist es trotzdem nicht. So. Bevor. Klingt, dass er da so ungefähr. Wie sagt der mag so sein. Ist halt mehr die Sache. Das ist alles eine Empfindungssache. Ich hab's halt mit beiden gespielt und bin deutlich zu. Und er hat keine Explosionswaffe. Mit den Pillars war ich super hart überfordert. Ja, der Fat ist auch nervig. Das Ding ist, wie gesagt, er hat keine Explosionswaffe. Er könnte theoretisch alle vier Pillars
mehr oder minder gleichzeitig umlegen, hätte er eine Explosionswaffe jetzt gehabt. Ja. So sieht's ein bisschen schlecht aus. Ja, der hat jetzt gerade neben Blasphemy keine wirklich ordentlichen Waffen. Und. Ja, dauert ein bisschen länger, aber funktioniert. Ja, es funktioniert halt trotzdem. Er wird aber jetzt auch die zweite Phase dadurch kriegen. Das ist halt das Ding, weil er nicht alle gleichzeitig umlegt. Ja, jetzt. Den letzten noch über und zack. Woher kennen wir das nur? Ja, ach, keine Ahnung, so, keine Ahnung. Master Round. Denno, wenn es wirklich mit Controller so viel einfacher ist. Ich sehe ihn mit Maus und Tastatur spielen von der Also mit Maus kriege ich schneller geaimt als mit Controller kriege ich. Ja, genau, als mit Controller so. Vor allem, wenn man mit hohen DPI spielt. Ja. Ob es nun wirklich einfacher ist, ist natürlich wieder so ein ganz anderes Thema, aber. Es ist halt angenehmer. Sehr gut, Dingsbob, sehr gut. Ich ordentlich tippen. ein Stream mit Controller schauen ist einfach mal lol, Kiosotte. Was tust du da, Exo? Ich hab Zucker in meinen Kaffee gemacht. Das klang gerade sehr seltsam. Aber okay. Entschuldigung, dass ich auf mein Zuckerdüse da klopfen musste, hallo? Also. Ja, das klang halt. Ja, keine Ahnung, das klang halt sehr. Naja. Gehen wir nicht weiter drauf ein. Wow, Ramba, Alter, nein! Doch! Siehst du, Tiger sagt's auch. Excel, das klang echt falsch. Ich bin nicht der Einzige, passt. Was Dankeschön. Habt ihr heute gegen mich? Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der es liegt. Ja, Bonzo, ich hab da so eine Konstruktion am Mikrofon. Hast da deine Tasse direkt dran, oder was? So ja, Rambal, ich weiß. Tassenhalter. Ja, Rambal Tiger, so rum. Ja. Kann man mal verwechseln. Genau, Spaß, die Art. So sieht's aus. Jupp. So Zuckerdöschen klimpert. Wow. Wow. Ich mute mich jetzt bei jedem Scheiß. Wäre nie Idee. Was soll das sonst, ne? Ich heb ihn ja übrigens. Aktives Mobbing hier vom Chat. Oh, an Echo. So nicht, Freunde, so nicht. Ich glaube, er holt gleich den Bannhammer raus und nehmt euch in Acht. Nein. Was? Weiß ich nicht. Ach, schade. Nein, General, ich muss nicht weinen. Nein. Chamber 5 sind wir ja schon wieder. Eigentlich kommen wir jetzt wieder in. Vor allem deutlich schneller. Ganz nach Minuten vorher jetzt, ne? Ja. Also, jetzt kam er echt super. Jetzt hat er echt Glück gehabt. Kam er echt gut durch. Richard, es gibt kein Doki Doki. Ich das Boss alleine machen. Ja, dann lege ich selber ein sauberes Commentary ab, so. Hol ich Green Day dazu, die alte Putze. Ha. Null. Irgendwo müsste. Ja, gibt es Eis-Zitrone. Ausrufezeichen Schedule, Ausrufezeichen Programm, Sendeplan. Next. Und Ausrufezeichen Next, genau. Wow, Kitty. Ist okay? Boah. Dragon! Er war schon. Ja. Nervigste Boss und meiste Bullet Hell. Dankeschön. Willst du, wenn er diese riesige Wave ballert? Yep. Wobei ich das mit den Messern sehr lustig finde. Ich muss so lachen, als ich da das erste Mal war. Das ist schon cool, ja. Es ist genial. Dass die halt eben auch nochmal schießen. Ja. Was kann ich, sind das AKs? Nee, das sind keine AKs. Ist es Thief des Gales in modern? So in der Richtung, ja. So in der Richtung ist das. Nee, bleib nun. Genau, Subbro. Ein Drache mit Waffen. Sif fragt, wird bei dem Run die Timeline benutzen, die Zeit zurückzureisen? Asi. Wenn er jetzt durchkommt, ja.
Oh, er kriegt aber gerade massiv Basel. Damage. Das Ding ist, er will halt eben auch gleich. Vielleicht muss er ja dann in der nächsten Phase oder so gucken. Hoffen, dass er das so schnell wie möglich schafft. Aber ich muss sagen, gefühlt gibt es keine Waffe, die gegen Dragoon wirklich effektiv viel Schaden macht. Gibt's auch nicht wirklich. Habe ich auch bisher das Gefühl gehabt. Aber bei den Runs, die ich jetzt so weit gesehen habe, nicht viel. Also es sind ganz wenige Waffen, die wirklich mal Schaden machen. Rip. Oh, viel zu bad. Ach man. Schade. Ja gut, noch ein. Oh, Dragoon ist halt echt hart. Das ist halt das Problem mit Roguelite Games. Hm. Das ist halt immer so. Feed, das war doch die einfache Phase, der hat noch eine zweite. Ja, da hat noch eine zweite Phase, das ist eine komplette, da musst du immer darauf warten, dass du das Herz beschädigen kannst und währenddessen halt ganz vielen Kugeln ausweichen. Ja, das ist so eine Wall, da musst du jedes Mal in die Lücken rein rollen. Genau. Und wenn du in der Lücke drin bist, erstmal nach unten laufen, damit du dann wieder rollen kannst nach vorne, weil sonst würdest du in den Abgrund rollen und sowas. Oh ja, ein Cuphead-Shirt an, tatsächlich. Naja, sagt doch gerade, hey, wenn ihr wollt, kommt doch in Discord. Wenn ihr das Game runnen wollt, kommt im Forum vorbei und so weiter. Ist auch immer schön. Aber, 1193 Tode. Was, der Drache war nur sauer, dass er im Casting für Game of Thrones abgelehnt wurde? Wow! Der ist nicht schlecht, Hazard. Oh.